haltet ihr mich alle für einen Kameradenschwein, ne? Das ist aber nicht so. Heul doch. Wir sind ein Team und im Team fällt man sich nicht gegenseitig in den Rücken. Das, wo man sich gegenseitig in den Rücken fällt, das nennt man Familie. Ist nicht so, wie ihr denkt. Die Sache mit Hendrix, das war... Und ich wollte auch nicht in deiner Tasche rumwühlen. Ich wollte nur gucken, wo die herkommt. Ja, dann frag mich doch. Und ich frag dann meinen Freund, wo er die her hat und dann fertig aus. Die ist von deinem Freund? Ja, was denkst du denn? Dass ich auf einer Brigitte eingeschlafen bin und jetzt kaufe ich mir ab sofort nur noch Pumps und Handtaschen oder was? Scheiße, Mann, das Ding ist mir doch selber peinlich. Jetzt muss ich da halt eine Weile mit rumrennen, damit er nicht wieder beleidigt ist. Männer mit kleinen Pimmeln, die kaufen sich große Autos und Frauen mit kleinen Brüsten, was machen die? Die kriegen Handtaschen. Ja, ich komme jetzt ein bisschen blöd vor. Tja, kannst du auch. Tut mir leid alles, wirklich. Neue Tasse kriegst du trotzdem nicht. Tasse? Also, kann ich sie mal genau ganz kurz einen Moment? Ich kann das nicht länger. Ich bin kein Maulwurfjäger. Aha, und was heißt das konkret? Ja, dass ich nichts gefunden habe. Ich habe mich bemüht, aber da ist nichts. Sind alle in Ordnung? Alle sind in Ordnung. Schön. Ja. Entschuldigung, vielleicht ist da irgendwas an ihm vorbeigegangen, aber der Wagen des Oberbürgermeisters wurde gestern gestohlen. Aber hier sind alle in Ordnung. Prima, ist das Ihr letztes Wort? Ja, also im Prinzip ist das, ja. Ich hatte gehofft, Sie würden mir was anderes erzählen. Ja, was soll ich? Vielleicht bin ich auch nicht der Richtige. Da haben Sie wahrscheinlich recht. Ihre Versetzung hierhin, das war ein Experiment. Und Experimente können eben auch scheitern. Wie jetzt? Tja, hier gibt es entweder einen Verräter oder jede Menge Versager. Und schon fast egal, wozu Sie gehören. Ich hab gerade mit Hasse geredet. Ach, Hasse. Wir haben einen Maulwurf. Wir haben einen Maulwurf! Das ist wirklich die einzige Erklärung. Deswegen sind die nie da, wo wir warten. Sag das bloß nicht, Hasse, ey. Deshalb wollte ich mit euch reden. Was mit ihm? Wem? Na, Sie sind da eigentlich nicht Bulle hier im Stall. Also mal langsam mit den jungen Pferden, ja? Ja, ich hab's so merkwürdig in letzter Zeit. Ist mir nachgeschlichen und dergleichen. Also jetzt wollen wir mal die Kirche nicht aus dem Dorf reißen. Quatsch, ey, guck ihn dir doch mal an. Glaubst du, er verpfeift uns an die Polen? Erstens kannte er gar nicht immer unsere Einsatzpläne. Und zweitens ist er nicht blöd genug, seine Scheißnummer abzuziehen. Ach, und wer kannte unsere Einsatzpläne und ist blöd genug, seine Scheiße durchzuziehen? Frau? Schlau? Keine Ahnung, ich jedenfalls nicht. Ah, ich wohl, ne? Viktor verkauft deine Eltern für eine Flasche Wodka. Hab ich das gesagt? Hab ich nicht gedacht! Hey! Komm, das bringt doch jetzt nichts. Ich halte keinen von euch beiden für blöde genug, uns bei den Polen zu verpfeifen. Zu reden? Hallöchen. Na? Wer ist denn hier gestorben? Ich wollte euch mal Elsbieta vorstellen. Elsie, das sind alles meine Kollegen. Hallo, freut mich. Elsie kommt aus Polen und sie, spricht besser Deutsch als ich Polnisch, ne? Ja. Na gut, dann komm, ich zeig dir einfach mal alles, ja? Komm. Später. Ich glaub doch nicht im Ernst, dass Eddie irgendwas damit zu tun hat. Jetzt verstehe ich endlich, warum er Polnisch lernt. Wie lange lernt er schon Polnisch? Ein paar Wochen. Seit wann haben wir die Autoschieber auf dem Kieker? Ein paar Wochen. Eine temporale Parallele ist doch noch lange kein kausaler Zusammenhang. Wenn ich dir jetzt an die Nase fasse und da hinten fällt ein Buch um, heißt das doch nicht, dass deine Nase eine Fernbedienung fürs Regal ist. Aber wenn die Kleine da unten unserem Eddie an den Schwanz fasst, dann machen seine Synapsen Party. Ja, weil nämlich der Schwanz von unserem kleinen Eddie als Fernbedienung für sein ganz, ganz kleines Stammhirn dient. Und Eddie ahnt doch nicht mal, dass er es nie vernaut. Jetzt Moment mal. Gut, Eddie gehört nicht zu den Hochbegabten, das wissen wir alle, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so naiv ist und Dienstpläne ausplaudert. Hast du deiner Frau noch nie etwas erzählt, was du nicht erzählen solltest? Ja, gut, aber das ist ja was anderes dann. Ja, klar, weil ihr beiden seid nämlich bald geschieden und die zwei sind ganz frisch verliebt und erst seit ein paar Wochen zusammen und so. Was machen wir jetzt mit Eddie? Wir ändern die Einsatzpläne und sagen Eddie nichts davon. Ich hab's doch geahnt. Kaum weiß Eddie mal nicht Bescheid. Na, ja, das hier sind Lollig und Bollig. Die haben sich einen Porsche in der Messertiefgarage vorgenommen. Und was hiermit mit Hobson? Das ist Herr Samseng, der Dolmetscher aus dem Präsidium. Was denn für
Polnisch? Nein, wir Portugiesisch, Spanisch und Ungarisch. Prima. Ja, da war wohl ein Missverständnis auf dem Präsidium. Ab in die 13, ich komm gleich nach. Verdammte Scheiße. Wieso ausgerechnet Eddie? Aber ich sag's immer, die dümmsten Bauern, die... Weiß Eddie schon? Nein, noch nicht, aber das wird nicht lange dauern, glaub mir. Und seine Freundin? Die habe ich kommen lassen. Kerstin ist unten bei ihr. Wo haben Sie Eddie denn kennengelernt? Ich hatte eine Panne mit dem Fahrrad. Und Eddie ist vorbeigekommen und hat mir geholfen. Wo war das denn? Am Stadtwald hinter der Uniklinik. Also da, wo Eddie jeden Tag auf dem Weg nach Hause vorbeifährt? Ja, genau. Wer hat Ihnen denn gesagt, dass Sie da Ihre Fahrradpanne haben sollen? Ich verstehe nicht. Sie ist Bieta. Ich glaube, so spricht man das richtig aus, ja? Auf einer Skala von 1 bis 7, wie sehr lieben Sie denn den Eddie? Skala? Naja, wenn er anruft, kribbelt es da bei Ihnen oder wird Ihnen da ganz blümerant? Für Beihilfe zu Diebstahl gibt's auch Knast, wussten Sie das? Wenn Sie uns sagen, wer Sie auf Eddie angesetzt hat, dann könnte sich das sehr positiv auf Ihr Strafmaß auswirken. Kann ich ein Glas Wasser haben? Klar. Natürlich. Na du? Was gefällt Ihnen denn so in unserem Eddie? Oh, ganz viel. Eddie ist so lieb. Und er ist witzig. Ich muss immer so viel lachen über ihn. Er macht mit mir die verrücktesten Sachen. Er hört mir zu. Und er fragt, wie es mir geht. Noch nie hat ein Mann gefragt, wie es mir geht. Er lernt Polnisch. Ja, er lernt ja nicht so gut, aber er macht es für mich. Blöd an, aber er hat immer gute Laune, er ist witzig, aber nicht oberflächlich. Er hat immer gute Laune, er ist witzig, sehr viel Architektur, aber nicht oberflächlich. Wir haben denselben Musikgeschmack und er kann zum Beispiel sehr viel kochen. Einmal da bin ich reingekommen, hat alles super schön dekoriert und ich weiß gar nichts mehr. Was habe ich denn falsch gemacht? Schlag dich tot. Was hat er mit dir gemacht? Mäuschen. Was ist, wenn Sie daneben liegen und Eddie mit der Sache gar nichts zu tun hat? Also auch, Munzel. Kaum ist Eddie mal nicht dabei, schon nehmen wir zwei Polen fest. Wenn das kein Beweis ist. Ja, vielleicht doch einfach nur Schluss von Korrelation und Kausalität, der falsch ist. Lass mich raten, wenn ich mir hier in die Nase fasse und da hinten fällt was um, dann hat das nichts miteinander zu tun, richtig? In Österreich werden wieder mehr Kinder geboren und gleichzeitig gibt es auch mehr Störche. Aber das ist doch kein Beweis dafür, dass der Klapperstorch die Kinder bringt. In Österreich gibt es Störche und deswegen ist Eddie unschuldig. Lass Sie bei Gelegenheit die Murmel röntgen. Okay, ich erkläre es mal anders. Der Hasse hat mich darum gebeten, dass ich mal hier die Kollegen alle unter die Lupe nehme. So, und dann habe ich mich auch mal an Viktor geheftet und er hat sich dauernd mit so einem komischen Typen getroffen. Das was? Ja, und dann habe ich mich genau da rangeklemmt und habe rausgefunden, dass der Viktor einfach nur in der Selbsthilfegruppe für Alkoholiker ist. Was ich übrigens sehr begrüße. So, und Viktor ist das natürlich unangenehm, was ich verstehen kann. Er will das für sich behalten, weil er nicht wollte, dass wir das alle mitkriegen. Oder, Vicky? Du hast uns für Hasse ausspioniert? Das wird immer besser. Ja, aber ich habe ja nichts gefunden. Das ist ja nur ein Beispiel dafür, dass die... Weißt du, bis jetzt dachte ich, du bist einfach nur dämlich. Aber du bist ein richtig dämliches Arschloch. Mensch, Henny, was soll denn der Scheiß? Ich hab nichts verraten. Eddie, pass auf, wir gehen davon aus, dass deine... Na, die Elsbeth, dass die auf dich angesetzt wurde, um dich auszuhorchen. Hat er das gesagt? Och, Mensch, ihr versteht mich alle miss. Weißt du, was ich denke? Würdest du bitte einen kleinen Moment dein Resthirn einschalten, ja? Gestern bei dem Einsatz, da warst du nicht dabei. Und schon haben wir zwei Polen hochgenommen. Ne? So, und jetzt zähl mal eins und eins zusammen. Ja, aber nur weil das Arschloch mit meiner Heizung spricht und sie heult. Hast du verstanden, was ich dir gerade gesagt habe? Ja, ich hab's verstanden. Wir haben zwei. Na, hier, Polen. Unter diesen Umständen. Ey, du Arschloch, wenn ich die kriege, dann gibt's richtig die Nasenbrei, klar? Eddie, bitte, würdest du mir einen Moment zuhören? Ich bin da. Ich muss dich von dem Fall abziehen. Ich muss dich suspendieren. Du musst ja nicht alles mitnehmen. Du bist nur vorübergehend suspendiert. Du bist ja nicht entlassen. Das wird sich alles aufklären. Ich wollte nur noch mal mit Nachdruck betonen, dass ich... Mein Spitzer, lasse ich euch mal hier, ja? Könnt ihr bitte sagen, dass ich absolut nichts dafür kann?
Und ich will auch nicht, dass er denkt, also dass ihr alle nicht denkt, dass ich jetzt nicht mehr im Team sein will. Im Gegenteil, ich möchte durchaus. Geh sterben, du Spinner. Ich hau mal ab. Guckst ja so, als müsste man gleich eine Flasche aufmachen. Komm her, du Arsch. Hau bloß ab, bist ja bald wieder da. Ja, und wie gesagt, ich bin wirklich überzeugt davon, dass du nichts mit der Sache zu tun hast, Eddie. Wir müssen davon ausgehen, dass sich bei den Polen relativ schnell herumsprechen wird, dass ich Eddie vom Dienst suspendiert habe. Insofern müssen wir schnell handeln. Ja, das bedeutet, jeder, der sich hier selbstständig bewegen kann, schwirrt aus. Wir müssen zeitgleich an 4, 5 Positionen zuschlagen können. Ich würde sehr stark dafür plädieren, dass wir noch andere Möglichkeiten mit in Betracht zögern. Wir bilden Zweiergrupps. Ihr fahrt zur Messe, ihr fahrt auf jeden Fall noch mal zum Güterbahnhof und ihr nehmt Zoll und Autowerkstatt. Ich dachte, wir machen das wie bei den Musketieren. Einer für alle, alle für Eddie. Ausgerechnet, du musst uns jetzt hier einen Vortrag über Teamgeist halten, oder was? Klar, und nachher kommt der Papst und spricht über seine Erfahrungen mit Sex am Arbeitsplatz. Hallo. Abflug.